Kapitel 11. Um Victoria nicht zu verletzen, konzentrierte sich Harry extra fest bei seinem Apparieren, während er sie festhielt. Als er seine Augen öffnete, war er dankbar, den Hinterhof der Weasleys zu sehen und dass sie beide heil und ohne fehlende Körperteile angekommen waren. Er holte tief Luft, als er an die Hintertür klopfte, bevor er in die Küche der Weasleys eintrat. »Harry, wir haben uns Sorgen gemacht«, rief Mrs. Weasley, als sie ihn zu Gesicht bekam. Sie ging zu ihm, um ihn eine feste Umarmung zu drücken, bis sie sah, dass er ein Baby auf dem Arm hielt. Sie blieb stehen und starrte ihn ungläubig an. Das gab Harry Zeit, sich umzusehen und festzustellen, dass sie allein in der Küche waren. »Harry«, sagte Mrs. Weasley langsam, »wo hast du ein Baby her?« »Molly, das ist Victoria«, stellte Harry fröhlich vor. In diesem Moment flog die Tür zum Flur auf und Hermine kam hereingerauscht. »Harry, ich dachte, ich hätte Mrs. Weasley deinen Namen sagen gehört«, kreischte sie und kam wie Mrs. Weasley vor ihm zum Stehen. »Das ist ein Baby«, stellte sie fest und blickte verblüfft auf Victoria. »Sehr gut erkannt«, lobte Harry und kicherte wegen seiner Freundin. Sie funkelte ihn an. »Wie kommst du an ein Baby?« »Das würde ich auch gerne wissen«, sagte Mrs. Weasley streng. »Ihr Name ist Victoria«, erklärte Harry Hermine, »und ich passe zurzeit auf sie auf. Ihr wisst, wie meine Tante ist, insbesondere wenn Babys vor ihrer Haustür abgesetzt werden«, ergänzte er und verzog sein Gesicht. »Sie wurde bei den Dursleys abgegeben?« fragte Hermine außer sich, und Mrs. Weasley sah aus, als ob sie jeden Moment explodieren würde. Harry zuckte hilflos die Schultern. »Ihre Familie ist ein Opfer des Krieges«, bemerkte er leise, was, wenn man es genau nahm, der Wahrheit sehr nahe kam. Ihre Mutter und ihre Großeltern mütterlicherseits waren umgebracht worden, und ihr Vater und ihre Großeltern väterlicherseits sind Todesser. Harrys Ansicht nach konnte man sie alle durchaus als Opfer von Voldemort ansehen. Victoria wurde vorerst bei meiner Tante untergebracht, bis es etwas Sicheres für sie gibt. Harry war mit sich ziemlich zufrieden. Technisch gesehen hatte er bis jetzt nicht gelogen. Er strapazierte die Wahrheit zwar ein wenig, aber er hatte nicht wirklich gelogen. »Oh, armes Ding«, sagte Mrs. Weasley und streckte ihre Hand nach dem Baby aus. Victoria wollte nicht zu ihr und fing an zu weinen. Harry tröstete sie. »Sch, hey, es ist okay, Victoria. Das ist Molly und sie weiß alles über Babys«, tröstete er beruhigend. Er hoffte, dass der Klang seiner Stimme helfen würde, weil er wusste, dass sie seine Worte nicht verstand. Sie beruhigte sich, hielt sich aber immer noch an Harry geklammert. Mrs. Weasley trat zurück und blickte Harry misstrauisch an. »Wie lange passt du schon auf sie auf, Harry?« »Etwa einen Monat.« »Einen Monat?« kreischte Hermine erstaunt. »Warum hast du uns das nicht früher erzählt?« Victoria fing wieder an zu weinen und Harry funkelte Hermine an, während er das kleine Mädchen schaukelte. »Könnte das ein Grund sein?« fragte er sarkastisch. Hermine blickte verdrießlich, weil sie das Baby zum Weinen gebracht hatte. »Ich hätte nicht vor, sie aufzuregen«, sagte sie leise. Dann funkelte sie Harry an. »Trotzdem hättest du es uns sagen sollen. Kein Wunder, dass du länger bei den Dursleys bleiben wolltest.« »Ich wusste nicht, wie lange das alles dauern würde.« »Ich weiß auch nicht, wie lange es noch dauern wird. Aber solange sie Fürsorge benötigt, habe ich nicht vor, sie mit den Dursleys allein zu lassen.« »Sie hat sich schon an dich gewöhnt«, begriff Mrs. Weasley rasch. »Es ist normal, dass sie in diesem Alter Fremden gegenüber ängstlicher sind.« »Wunderbar, und ich dachte, dass es für sie ein schöner Ausflug sein könnte.« »Sie ist bei den Dursleys eingesperrt«, stellte Mrs. Weasley klar. »Ja«, murmelte Harry. »Dann wird ihr das gut tun. Sie muss raus und Menschen treffen und mit verschiedenen Dingen beschäftigt werden. Bist du hungrig?« fragte sie und wechselte das Thema. »Ja, ich verhungere bald. Ich bin seit 4 Uhr auf, aber ich hatte seit gestern früh geschlafen.« Er sah Hermine an. »Meine Tante hat mir eine Notiz hinterlassen, dass du vorbeigeschaut hast. Entschuldige, ich wollte dich nicht beunruhigen, war aber zu müde, daran zu denken, dir eine Nachricht zukommen zu lassen, dass es mir gut ging.
Er hielt inne und blickte das Baby vielsagend an. Ich musste schnell zu den Dursleys zurück, und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was nicht stimmte. »War Victoria in Ordnung?« fragte Hermine besorgt und hatte damit den versteckten Köder geschluckt. »Ja, aber ich bin nicht zum Schlafen gekommen bis nach 7 Uhr«, funkelte er und versuchte, so gut es ging, bei der Wahrheit zu bleiben. Er fühlte sich so schon schlecht genug. »Zahnt sie?« fragte Mrs. Weasley vom Ofen aus. »Ja, ich schätze nicht, dass du weißt, wie ich ihr dabei helfen kann, oder doch? Die Muggelmethoden lindern nicht die Schmerzen.« »Das Durchbrechen der Zähne ist kein Spaß. Nach dem Frühstück werde ich mal sehen, ob ich meine alten Bücher über Kinderpflege ausgraben kann.« »Danke, ich wüsste das zu schätzen.« Harry setzte sich mit Victoria, während Hermine den Tisch deckte. Er fand es erfreulich, einfach Fragen auszuweichen, indem er meistens sagte, dass er nichts wüsste. Sie waren überraschenderweise leicht zu überzeugen gewesen, da sie Harrys Vergangenheit bei den Dursleys kannten. Natürlich hätten die Dursleys ihm nichts Wichtiges beigebracht. Dass Harry sehr einfach darüber reden konnte, dass er Victoria nicht ohne Familie oder jemanden, der sich um sie kümmert, aufwachsen lassen wollte, war natürlich auch hilfreich. Mrs. Weasley und Hermine blickten Harry wie zur Bestätigung freundlich an. Harry war froh, dass er das hinter sich hatte, und doch fühlte er sich tief in seinem Innersten schuldig. Was würden die Weasleys und Hermine sagen, wenn sie wüssten, dass Victoria eigentlich eine Malfoy ist? Was würden sie sagen, wenn sie wüssten, dass er Draco in sein Zimmer gelassen hatte, dass er neben Draco geschlafen hatte? Harry zwang sich, von diesem Thema abzulassen. Er war dankbar, dass immer mehr Weasleys zum Frühstück in den Raum tröpfelten, und er war sogar noch dankbarer, als Mrs. Weasley und Hermine halfen, die Flut von Fragen zu beantworten. Mr. Weasley kramte von irgendwo einen Babyhochstuhl hervor, und Harry schaffte es, Victoria zu überreden, sich hineinzusetzen. Sie war zufrieden, solange sie neben Harry blieb, auch wenn sie alles um sich herum genauestens beobachtete. Harry war damit beschäftigt, seinen eigenen Mund mit Essen zu füllen, während er Victoria fütterte. Er fütterte sie mit Haferschleim und gab ihr ein Stück Toast zum Festhalten und drauf rumkauen. »Du bist ziemlich gut darin«, sagte Hermine belustigt. »Gut worin?« fragte Harry verwirrt, und ihm war, als hätte er etwas verpasst. »Dich um ein Baby zu kümmern. Ich meine, du fütterst sie ganz selbstverständlich, ohne nachzudenken.« Harry fing an zu lachen. »Du hättest mich am Anfang sehen sollen. Das alles ist nicht selbstverständlich für mich. Ich musste es schnell lernen, wenn sie nicht leiden sollte.« »Was hast du denn vor, wenn du die Dursleys verlässt?« fragte Ron. »Unwahrscheinlich, dass du das Baby mit dir nehmen kannst.« Harry hatte keine Ahnung, was er dann wirklich machen würde, doch er wusste, dass er Victoria mit zu sich zum Grimmelplatz mitnehmen würde. Er hatte ihnen erzählt, dass Tante Petunia auf sie aufgepasst hatte, während er bei dem Ordenstreffen war und auch während des Kampfes. Er hatte nicht vor, ihnen zu erzählen, dass Winky ihm auch half. Eigentlich ließ Harry die Weasleys immer noch glauben, dass er nach seinem Geburtstag bei ihnen einziehen würde. »Ich weiß nicht. Ich könnte einfach etwas länger bei den Dursleys wohnen bleiben.« »Das kannst du doch nicht machen«, rief Ron aus, außer sich wegen Harrys Vorhaben. »Wir können dich dort noch nicht einmal besuchen«, montierte Hermine, klang frustriert und schien gleicher Meinung wie Ron. »Diesen Sommer war nicht so schlimm.« »Nicht so schlimm? Sie behandeln dich schrecklich.« »Ronald, sei ruhig«, befahl Mrs. Weasley, doch es war zu spät und Victoria fing wieder an zu weinen. Harry funkelte Ron an, bevor er sich umdrehte und Victoria hochnahm. »Entschuldige, Kumpel«, murmelte Ron. »Sie ist das alles nicht gewöhnt. Ich weiß nicht, wie es früher bei ihr war, aber bei den Dursleys ist es ziemlich ruhig.« Es war wirklich ruhig, wenn man an den Stillzauber auf Harrys Zimmer und oft auch um Victorias Bettchen oder Harrys Bett dachte. Es war interessant mitzubekommen, dass tatsächlich so viele in seinem kleinen Zimmer lebten. Harry schnappte sich mehr Toast und gab ein halbes Stück Victoria, bevor er selbst ein Stück von der anderen Hälfte abbiss. »Du weißt schon, dass sie den ganzen zermatschten Toast über dich krümmelt, oder?« fragte Ron und verzog angeekelt sein Gesicht. Harry zuckte die Schultern.
Ja, normalerweise besabbert sie mich auch öfters. Wir waschen uns dann. Er sah, dass Mr. und Mrs. Weasley lächelten. Ich gehe mal und suche die Bücher für dich, Harry, und stand vom Tisch auf. Ich glaube, dir werden die Reinigungszauber auch gefallen. Harry nickte dankbar. Zu dem Zeitpunkt wäre alles hilfreich.